Wer hat Lust auf Wimmeln? Ich weiß überhaupt gar nicht jetzt, warte mal, wie ging das jetzt hier weiter? Hänsel sagt, dass er Schiffskapitän werden will, wenn er groß ist. Da blinkt was, da blinkt was, was gesehen? Da ist ein Schwert. Der böse Lebkuchenmann muss diesen Bauklotz gestohlen haben. Ich habe aber keinen Bauklotz. Ich möchte gerne das Schwert dahin raus haben. Das ist ein Bild. Ich habe was falsch gemacht, da muss ein Bauklotz hin. Ja, na bitte. Ach, super. Genial. Bin ja voll begeistert. Hier hatten wir schon. Was ist jetzt? Jetzt sind wir zurückgegangen, ne? Sind wir zurückgegangen. Da ist noch was. In der Kommode muss noch was drin sein. Streichhölzchen. Bilde ich mir das ein? Oder ist es heute dunkler als sonst? Vielleicht ist es halt wirklich dunkler als sonst. Da unten ist noch was. Da wackelt noch was. So, hier haben wir jetzt. Ach ja, hier fehlt eine Scheibe, die gar nicht fehlt. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht. Ich mache was falsch. Ich habe einen Regenschirm. Ich habe einen Regenschirm. Wir waren doch, da waren wir doch gerade. Hier ist die Küche. Ach, guck mal, da ist auch noch was. Das ist der goldene Wasserhahn. Das Waschbecken ist voll mit kaltem Wasser. Dann gib mir noch mal was in meine Tasse. Die hat einen Sprung. Aha. Das ist auch noch nicht ganz richtig. Die Tasse hat einen Sprung. Die Tasse hat einen Sprung. Da ist noch mal die. Im Ofen liegt Kohle, also kann ich ein Feuer anfangen. Ah, guck mal. Jetzt schmilzt auch der Honig. Dann kann ich meine Türklinke nehmen. Und dafür habe ich einen Backofen-Handschuh. Ach, wie schön. So, was haben wir? Jetzt können wir das heiße Klinke. Was ist das denn da? Ist sie für die Tür gedacht? Man weiß ja auch bei sowas nie, ob man überhaupt richtig trifft. Nee, die ist dafür scheinbar nicht gedacht. Dann gehen wir noch mal zurück. Und versuchen mal die heiße Klinke jetzt hier an die Tür. Aber der, nee, das ist Quatsch. Das funktioniert ja nicht. Da fehlt ein Teil da drin, aber das wird nicht. So wird es nicht sein. Kann man das. Die. Ach, ja, da auch kommen. Können wir das vielleicht so machen? Können wir nicht. Jetzt haben wir eine heiße. Ach so, halt, warte mal. Alles klar, warte, warte, warte. Wir haben eine heiße Klinke. Wir haben eine heiße Klinge, die müssen wir natürlich im kalten Wasser erstmal abkühlen lassen. Natürlich. Oh wie, wo sind denn deine Kinder hin? Ah, im Dampf ist sie mir erschienen. Was ist denn jetzt? Moment, ich weiß, wer diese Frau ist. Oder vielmehr, wer sie eigentlich mal war. Vor langer Zeit gab es eine gütige Hexe, die zwei wunderschöne Töchter hatte. Ihr Ehemann war ein Ritter. Er liebte seine Familie mehr als alles in der Welt. Eines Tages wurde ihr Heimatland Evermore in einen Krieg gezogen. Als ihr Liebster in den Krieg zog, tut mir leid, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht hilft mir etwas dabei, dass mir der Rest der Geschichte wieder einfällt. So, das heißt, wir nehmen jetzt. Das wieder raus. Und dann.
Hat die Tasse ja immer noch einen Sprung, aber wir können die Klinke jetzt an die Tür einbauen. Genau. Und da drin liegt, da liegt was? Da liegt ein Staubwedel. Damit können wir vielleicht Honig von der Tür abmachen. Da liegt auch noch. Ach, da liegt auch noch ein Buntglasstück. Na super. Jetzt haben wir einen Staubwedel. Den werden wir bestimmt später brauchen. Dann gucken wir mal hier rein. Ach, da unten jetzt ist es auch klar. Na logisch. Was ist denn das jetzt? Diese Kacheln scheinen zu einem Bild zu gehören. Wenn ich eine Kachel richtig eingesetzt habe, leuchtet sie. Aha. Jetzt kommen wir hier zu dem Schiffbild. Ah, so geht das. Okay. Ei, ei, ei. Kapitän, Kapitän, Kapitän. So, dann könnte das irgendwo hinten sein. Ja. Das könnte irgendwo oben sein. Mal gucken, das ist nochmal eine Welle vielleicht. Nee. Da hinten. Da muss doch eine Welle hin. Das ist ein Stück Segel. Aber nicht von hier, sondern. Wo ist das Stück? Wo ist es her? Wo ist es her? Wo ist es her? Aha, von da. Jetzt haben wir ein Stück Rumpf. Hier haben wir noch ein Stück Rumpf. Oder ist es von hier? Von da haben wir die beiden Rumpfteile. Jetzt brauchen wir die Spitze vom Boot. Das ist da. Jetzt brauchen wir. Das ist der Mast. Das muss hier natürlich hin. Das ist das. Genau, der andere Mast. Und dann haben wir das Bild fertig. So. Und da geht etwas auf. Und jetzt kommen Bienen rein. Und lecken den Honig weg. Ach, das ist ja so logisch. Absolut. Entferne den Honig von der Haustür. Frage herum, ob jemand deine Kinder gesehen hat. Dann gehen wir doch mal ins Dorf nach draußen. Da ist eine Vogelscheuche. Der Himmel hat seine Farbe verändert und der kleine Lebkuchen hat an unserem Baum herumgemacht. So, da haben wir ein Buch. Aha. Wedeln wir erstmal. Okay, wedeln wir erstmal nicht. Da müssen also zwei herzförmige Steine rein, denke ich mal. Also zwei halbherzförmige. Was haben wir hier? Da haben wir gefunden. 2 von 40 Türchen. Wusste ich doch. So. Finde den Weg aus deinem Vorgarten. Da brauchen wir also wieder honigfressende Bienen. Der Lebkuchenmann hat an diesem Baum herumgemacht. Ich muss dies abkratzen. Mit dem Staubwedel. Oder vielleicht mit einem. Mit der kaputten Tasse. Mit dem Regenschirm. Ne. Gut. Da in das Buch müssen wir wahrscheinlich irgendwas reinlegen. Da, du, 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 du. Ah, da ist auch ein Herz. Jemand hat bei einer Vogelscheuche das Herz gestohlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt bin ich gerade. Da wackelt. Die wackelt auch. Da ist eine Schaufel. Da ist Honig. Ohne Stiel ist sie nutzlos. Und dann? Das ist eine Stricknadel, natürlich. Brauche also einen Stiel für die Schaufel. Brechen wir mal den Ast ab. Guck mal, da haben wir wenigstens einen Stiel. Gut, hier haben wir erstmal nichts. Demnach müssen wir mal gucken, ob wir noch Staub wedeln können irgendwo. Das ist nicht ganz richtig. Da hinten muss auch noch irgendwas gemacht werden. Da hinten gibt es ein Schwert. So, hier können wir aber. Da brauchen wir die Würfel für. Ich check das natürlich nicht so ganz im Moment. Die Stricknadel, da brauche ich noch einen Faden dazu.
Das Ding ist, dass man ja nie weiß, was man alles aufheben kann, ne? In solchen. Geben wir nochmal was auf. Geben wir mal einen Tipp. Zielort. Na, super. Immerhin geht das. So, Tipp. Da waren wir schon an dem Buch. Ach, ich bin ein Blödmann. Ach, das darf nicht, das darf doch wohl nicht gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie voll kann denn ein Mensch sein? Okay, das wird eine ganz interessante Geschichte jetzt hier. Scheiße. Oh Mann, ich hasse sowas. Ich kann das. Wieso habe ich denn mir so ein Spiel rausgesucht? Frage ich mich ernsthaft, wie ich dazu gekommen bin. Ach, guck mal, das kann ich nicht wegbewegen. Dann muss das richtig sitzen. Dann gucken wir mal, was da reinpasst. Oder ran. Es ist das Einzige, was ich nicht wegbewegen kann, da unten. Das heißt, wir bauen hier bestimmt gerade das Herz für die Vogelscheuche. Kann man die. Ach, dann kann man die auch noch drehen. Na, mega geil. Ach du Sch. Oh. Das passt auch nicht. Oje, oje, das passt da rein, oder? Oh, mein Akku ist leer. Ich muss abbrechen. Aber das ist ja nicht zu fassen. Das sind ja Spiele vom. Katastrophal ist das ja. Diese Zustände. Oh mein Gott. Warum nur habe ich mir sowas rausgesucht? Warum habe ich es getan? Wahrscheinlich hat irgendwie am Anfang schon alles gepasst hier und ich habe dann das nur sinnloserweise kaputt gemacht jetzt. He? Pass auf, das ist richtig hier. Du komm mal da. Och. Dich drehen wir und du bist hier richtig am richtigen Platz. Sah doch gerade eben noch richtig aus. Ich bin am Verzweifeln, ehrlich mal. Warte mal, wie sieht das hier hinten unten drunter aus? Nee, das kann. Doch. Ah, das könnte passen. Und dann könnte das auch passen. Na bitte, geht doch. So, was haben wir hier? Okay, wir müssen das zum Ende bringen hier, weil mein Akku gleich leer ist. Und dann wird es nämlich ausgehen. Das Telefon meckert dann nämlich auch und das geht dann auch von alleine aus. Das ist alles. Alles so programmiert, nämlich. Ach Mann. Darf alles nicht wahr sein. Oh, ich bin ja absoluter Fan von Wimmelspielen. Ich finde das so super.
Bin total begeistert. Das hat ja auch einen Farbverlauf. Ich meine, das kann doch so schwer nicht sein. Echt nicht. Da passt es nicht rein. Aber die wollen ehrlich mal, wenn. Es rutscht auch nicht an die richtige Stelle, ne? Dann soll er ja nicht zu viel Hilfe bekommen. Bloß nicht. Helft mir hier. Bloß nicht helfen. Eigentlich sieht das für mich so aus, als müsste das irgendwie noch hier rein. Ja, sieht auch so aus. Und dann sieht eigentlich auch das. So, komm mal hin. Das passt aber da nicht, nee. Aber das könnte da passen. So, dann haben wir hier noch was. Für außen rum vielleicht. Mal sehen. Aber das ist noch nicht richtig. Den hier vielleicht. Für außen rum, jawohl. So, den da oben rein. Dann haben wir das, würde ich sagen. Das war schon richtig rum, aber muss hier so außen ran. Ja, das muss da, das muss nicht da rein, aber das hier. So. Schnell, bevor der Akku leer ist. Super, haben wir noch geschafft. Und jetzt verabschiede ich mich von dir. Wir nehmen das Herz jetzt noch raus. Das ist wahrscheinlich ein Kürbisherz. Und dann sage ich Tschüss. Aha, einen Schaber haben wir auch. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Beim weiter Pimmeln, Wimmeln, wie auch immer. Lass es dir gut gehen. Mach's gut. Tschüss.